Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Assassin's Creed Unity Let's Play. Erstmal, ihr seht, wir sind noch im Menü drin. Ich habe mich jetzt ein bisschen mit Uplay beschäftigt, habe die App auf dem iPhone ausprobiert, die ich, denke ich, euch vielleicht auch mal in einem eigenen Video vorstellen möchte. Und habe jetzt auch, sage ich mal, ja, eine eigene Bruderschaft gegründet, die ich euch gerne mal zeigen kann. Generell, ich habe dieses Feature, sage ich mal, noch nicht benutzt. Ein paar haben, sage ich mal, in den Kommentaren schon vorgeschlagen, hey, du könntest doch mit uns mal zusammen spielen. Man hat ja die Möglichkeit, Koop-Missionen zu machen. Das heißt, da muss ich mich auch noch etwas mehr reinfuchsen. Aber die Bruderschaft ist gegründet. Ich habe sie Brennerchen Blaze genannt. BRPL ist die Abkürzung. Ich bin ja selber noch ganz am Anfang. Und ich habe ja auch gesagt, wir legen jetzt erstmal den Fokus auf das Spiel, wo wir uns auch direkt wieder reinstutzen werden. Wir sind jetzt auf dem Weg, sage ich mal, hier zu einem neuen... neuen Mission. Ich habe mir über Uplay mit meinen Uplay Points oder wie auch immer sie heißen, die ich im Verlaufe doch einige Assassin's Creed Teile, sage ich mal, verdient habe, schon ein paar Sachen jetzt gerade geshoppt. Neuen Gürtel. Und jetzt würde ich sagen, bietet es sich doch an, auf dem Weg, wenn wir hier an einem Synchronisationspunkt vorbeilaufen, dass wir hier gleich mal synchronisieren, dass wir eine schöne Übersicht über die Stadt bekommen. Und dementsprechend dann auch wieder, ja, leichter und uns besser zurechtfinden, ne? Genau, ich habe auch nicht weitergespielt, also ich möchte wirklich, habe ich mir vorgenommen, so gut es geht, sage ich mal, wirklich auch immer dann, wenn ich Spiele aufnehme. Ich schaue auch, ja, zu den Cuts habt ihr euch jetzt noch nicht geäußert, ich hatte ja bis jetzt nur einen, in Anführungszeichen, wo ich halt die Schleichpassage nicht geschafft hatte und dann, ja, gesagt habe, das ist nicht zu langweilig, was mache ich die selber. Aber im Großen und Ganzen, sage ich mal, habe ich es doch so vor, dass ich nur dann spiele, wenn ich auch aufnehme, dass ihr auch wirklich voll mit dabei seid. Und wenn es in eurem Interesse ist, dann könnt ihr das natürlich auch gerne über die Kommentarfunktion wissen lassen. So, und jetzt haben wir hier wieder einen neuen Sync-Punkt. Und es sieht immer noch wunderschön aus. Jetzt so Herbst, würde ich sagen, ist momentan. Die Bäume verlieren die ersten Blätter oder haben schon einiges liegen lassen. Wir stürzen uns nach unten und kommen auch gleich wieder raus. Jetzt haben wir auch hier einen Schnellreisepunkt wieder freigeschaltet, der durch diese zwei Punkte da, sag ich mal, symbolisiert wird. Und wir sind momentan fortgeschrittener Lehrling. Oben sieht man es gleich, BRPL, wie eben mein Bündnis heißt. Das kürzlich, ich wollte eigentlich irgendwas mit halt Brennerchen Blaze oder irgendwie halt, das Kürzel darf nur aus vier Zeichen bestehen. Jetzt gehen wir mal hier zu dieser gelben Truhe. Mit der App kann ich euch empfehlen, ist wirklich auch, sag ich mal, eine ganz coole Sache. Altes Assassinenversteck, gerade das alte Assassinenversteck im Nahegegen gefunden. Okay, so, jetzt schauen wir mal, wo sich die Truhe befindet. Da haben wir sie. Und die habe ich nämlich, wenn mich nicht ganz täusche, über die App markiert. Jetzt schauen wir mal. Genau, jetzt passiert da was. Mit diesem Newsplay-Konto ist kein initiates Profil. Mit einem Initiativ hat sich gut auf exklusive Belohnungen. Jetzt ein Initiativ mit ihrem Newsplay-Konto erstellen. Ja, machen wir. Das habe ich nämlich über die App, also mit der App. Es gibt hier auch wieder so eine, ja, sag ich mal, Compagnon-App, wo man sich zum einen während man spielt. Okay, Verbindung fehlgeschlagen, sehr, sehr schön. Einfach zum noch. Zum einen, während man spielt, sage ich mal, hat man die Option, dann das wieder als Karte zu benutzen, was sich gerade auf Tablets, denke ich, anbietet. Es ist auch so ein eigenes, sage ich mal, kleines Minispiel, wenn man es denn so nennen möchte, wo man die Option hat, sage ich mal, dann ja seine Assassinen auf verschiedene Missionen zu schicken, was ich mich auch schon ein bisschen gemacht habe. Aber wie gesagt, zur App, denke ich, werde ich einfach mal ein eigenes Video machen, dass ihr da auch wisst, wie das Ganze groß abgeht. Jetzt sind wir in Cité, in einem neuen Bereich. Hier sieht es auf den ersten Blick, würde ich sagen, alles ein bisschen so. Verbrecher Nummer 1 und Verbrecher Nummer 2 schalten wir auch aus. So. Dann plündern wir auch direkt mal. 3 von 5 Massenereignissen haben wir beendet. Okay, Nummer 1 und Nummer 2. Schauen wir mal, was die hat. So, und jetzt gehen wir dann weiter zur nächsten Mission. Also es gibt doch immer wieder viel, sage ich mal, was man eben auf dem Weg zu einer Mission schnell erledigen kann. So habe ich das eigentlich auch in den Vorgängerteilen immer gehandhabt, dass wenn hier und da doch mal irgendwas, sag ich mal, Cooles dabei ist, wie hier so eine schnell mal zwei so Verbrecher ausschalten. Das ist, denke ich, doch recht easy möglich.
Jetzt haben wir hier die Aufmerksamkeit auf uns gezogen. Jetzt mal schauen, dass wir nicht hier in größeren Ärger geraten. Und jetzt kommen wir auch in Richtung der Mission. Das heißt, wir klettern hier gleich mal aufs Dach rauf. Hätten hier auch schon eine Schnellreise hinmachen können. Aber ich denke, gerade am Anfang macht es auch noch Spaß, das Ganze ein bisschen zu entdecken und sich umzuschauen. Jetzt klettern wir mal hier drauf. Jetzt schauen wir mal, was uns hier erwartet. Und jetzt können wir auch vorher nochmal die Karte abchecken. Hier waren nämlich noch einige Symbole, mit denen ich jetzt noch nicht so was anfangen konnte. Da wollte ich jetzt mal kurz schauen. Zum einen, was haben wir hier? Nein, da wollte ich nicht hin. Genau, was war das? Das waren dann auch... Geschäft ist klar, aber ich will das nebendran... Pariser Geschichten sind das, alles klar. So, aber wir machen jetzt hier weiter. Sehr schwierige Mission. Kaufen Sie Fähigkeiten oder Ausrüstungspunkte. Okay, Schwierigkeit 2. Und los geht's. Belohnungen gibt es ein Henkelsbeil. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Kleine Ladesequenz gibt's wieder, aber die war kurz und knackig. Unser Plan? Unser Plan? Du bist nicht mehr mein Schüler, Bursche. Studiere deine Umgebung und entscheide selbst. Ich halte dir nicht das Händchen. Kein Ziel ist unerreichbar. Aus dem Weg. Weg! Wo zum Teufel ist Duchesneau? Wenn du keinen Schwachpunkt ausmachen kannst, erschaffe einen. Ist die Kathedrale gesichert? Oui, Monsieur. Gut. Sag sie wer, ich warte drinnen auf ihn. Überall Gelegenheiten. Du musst sie ergreifen. Ihr! Kommt mit den Schlüsseln zurück! Diebe! Und wenn alle Stränge reißen, warum opferst du dich nicht für die Sache? Dein Leben für seins bis zu Altair? War das der levantinische Weg? Du meinst mit einem Dolch am helllichten Tag, weil ich ohnehin dabei sterben werde? Das wäre eine starke Botschaft. Ich mache es auf meine Art. Tu, was du willst, Assassine. Ja, also sterben wollen wir auf keinen Fall. Aber wir dürfen jetzt hier gleich die erste größere Attentat machen. Sie wäre eliminieren. Das Gebiet erkunden, für Gelegenheiten sorgen, Tipps, einmalige Attentate, Zugänge 10, Alarmglocken 2, Geheimzugänge 1. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier auf alle Fälle, sag ich mal, mehrere Möglichkeiten, diese Mission ist zu schaffen. Und wir gehen jetzt hier erstmal nach unten und schauen, ja, was es hier für Optionen gibt. Sperrgebiet ist hier ja noch keins. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken. Das heißt, schauen wir mal, wo dieses Ausrufezeichen uns hinführt. Okay, das werden wahrscheinlich die Wärter sein, die vielleicht eine Glocke haben. Stehlen, genau. Was haben wir hier? So, und jetzt haben wir gleich schon mal hier erfolgreich gestohlen und den Notre-Dame-Schlüssel erhalten. Und jetzt müssen wir hier schön untertauchen, dass wir nicht erkannt werden. So, sprinten wir mal weg. Und dann schauen wir mal, was uns dieser Schlüssel, sag ich mal, bringen wird. So, jetzt sind wir wieder untergetaucht. Und jetzt können wir uns wieder Richtung zu eliminierendes Ziel bewegen. Und schauen, was wir mit diesem erhaltenen Schlüssel anstellen können. So, also das Ziel scheint dann auf alle Fälle hier drin zu sein. Schauen wir mal, hier haben wir ein neues Ausrufezeichen auf der Karte. Hier gibt es schon erste Aufruhr. Und da ist auch gleich die erste Alarmglocke, die man im Optimalfall dann wohl ausschalten sollte. Hier wäre eine Attentatsgelegenheit. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ja, Monsieur Duchesneau. Hier ist der einzige Ausgang und wir haben die Wachen bestochen. Gut, jetzt da Arpinon tot ist, will ich kein Risiko eingehen. Wenn Monsieur Sibert eintrifft, sag ihm, dass ich die Details mit dem Priester bespreche. Ich treffe ihn drin. Okay,
unauffällig ist was anderes. Das können wir uns hier gleich erstmal nochmal am besten irgendwo verstecken. Ich dachte eigentlich, wenn wir das so entspannt machen, dass wir da nicht direkt entdeckt werden. So, jetzt haben wir hier schon mal wild beschossen und sind auch direkt draufgegangen. Da müssen wir uns also auf alle Fälle ein bisschen besser anstellen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da gleich so eine Aufruhr erwägen, aber dann waren wohl doch zu viele Soldaten und Wächter außenrum, sodass wir das dann direkt nochmal vielleicht auf die gleiche oder auf eine andere Art probieren dürfen. Müssen wir mal schauen. Ich sag klar, wir durch die Waffen eben, die sie jetzt hier haben, ist es natürlich auch beim Flüchten dementsprechend ein bisschen schwerer. Man wird schneller ausgeschalten. Gab es in den Vorgängerteilen auch schon. Beispielattentat verfügbar. Das hört sich natürlich lecker an. Und gleichzeitig makaber, hier aus dem Beichtstuhl, sage ich mal, auszuschalten. Jetzt schauen wir mal. So, jetzt sind wir hier erstmal unten. Und es scheint so genau den Schlüssel. So, müssen wir mal schauen, wie wir hier reinkommen. Ob wir hier vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass es wäre dann wieder ein Schnellzugang. Jetzt gehen wir mal nochmal davor und schauen, was uns hier in der Menschenmenge erwartet. Wie wir hier am besten was erreichen können. Da wäre besagte Glocke. Und hier müssen wir wohl irgendwie rein. Sperrgebiet beginnt dann hier drinnen. Aber ich würde mal sagen, wir probieren eine Assassine-Variante, dass wir vielleicht irgendwo ja, reinklettern und dann sowas reichen hier. Tun wir gleich mal wieder Aufsehen erregen. Warum auch immer. Dann bewegen wir uns da mal nochmal ein bisschen weg. So. Und dann schauen wir mal, dass wir über die Dächer da vielleicht reinkommen. Gehen wir einfach mal auf das Gebäude hier drauf. Und dann schauen wir uns mal das Ganze von oben nochmal an. Was wir da reißen können. So, schauen wir mal, wie wir da dran kommen. Okay, wir könnten vielleicht auf das Dach klettern und dann hoch. Ansonsten sehen die Seiten auch, denke ich, ganz akzeptabel aus, was das Erreichen angeht. Jetzt setzen wir mal kurz unser Adlerauge ein. Schauen wir mal, was sich so an Soldaten rumtreibt. Da haben wir welche. Da die Seite schaut aber recht entspannt aus. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier einen Sprung in den Heuhaufen. Und wir geben uns hier dann außen rum. Da haben wir auch wieder zwei Boys, also hier sind dann doch mehr. Hier scheint auch einiges an Randale zu sein. Wahrscheinlich überall Leichen. Jetzt schauen wir, ob wir hier hochkommen. Ja. Die Orgel hören wir schon leise spielen. Und hier scheinen wir auch schon reinzukommen. Schauen wir mal, wie es hier drinnen ausschaut. So, die sind alle erstmal tiefer, das heißt, hier können wir uns halb. So, den schalten wir oben kurz aus, der sollte dann auch keinen Alarm schlagen können. So dass da, sage ich mal, Verstärkung kommt. So, keinen Alarm auslösen und Attentate aus einem Versteck. Schauen wir mal, wo wir unser Ziel haben. Okay, er begibt sich hier rum. Und wir haben hier oben auch Wachen. Den haben wir gleich mal angesprungen. Und schalten den auch gleich aus. Und Blut überall. So, jetzt bahnen wir uns mal hier unseren Weg weiter. Und dann schauen wir mal. Da unten haben wir schon das zu eliminierende Ziel. Schauen wir mal, ob hier auch noch eine Wache rumläuft. Scheint fast so. Sprinten wir nochmal drauf zu. Und
schalten die Dame, die nichts kann. Ne, die können wir dann auch nicht ausschalten. Die ist harmlos. Wo zum Teufel steckt die Chino? So, jetzt schauen wir mal nochmal im Adlerauge. Da drüben treibt sich noch einer rum. Wo zum Teufel steckt die Chino? So, und unser Ziel können wir jetzt schon ausschalten, würde ich sagen. Und das war noch recht easy. Jetzt müssen wir natürlich gleich schauen, wie wir noch rauskommen. Wartet hier. Es darf uns niemand stören. Sie wer? Monsieur Latouche. Ich möchte den König der Bettler sehen. Dann folgt mir. Die Intrigen von Ratten? Großspuriger Narr, wenn ich den in die Finger bekomme. Also, was ist so wichtig, dass ihr meintet, mich von meiner Tochter... Alles gut, Monsieur? Zu viel von des Königs Champagner? Hier, kommt weg da! Gebt mir Deckung! Hier stimmt etwas. Aus dem Gebiet fliehen, so. Dann fliehen wir mal. In die Menschenmenge rein. Und ich würde sagen, durch die Tür raus. Wow. Okay, das ging schnell. Jetzt müssen wir mal schauen, wo der letzte Speicherpunkt war. Ich dachte eigentlich, wir kommen hier etwas durchgesprintet, aber das scheint nicht so leicht zu gehen wie in den Vorgängerteilen. Also hier dann gleich mal auch, es schien mir fast nach einer versteckten Klinge, mit denen wir ausgeschaltet wurden. Und hier gab es eben nochmal einen kurzen Einblick in Sivers Leben. Und jetzt schauen wir mal, wo wir gleich hier wieder erscheinen. Ob ich denke, bei der Attentat war wahrscheinlich ein Speicherpunkt. Nein, okay. Okay, das heißt, wir dürfen das Ganze nochmal machen. Kein Problem, ist immer geübt. Jetzt wissen wir, wie es funktioniert. Und ja, man könnte es natürlich auch sagen, wir probieren das Attentat aus dem Beichtstuhl. Wobei da die Frage ist, den habe ich jetzt ehrlich gesagt vorher nicht gesehen. Jetzt klettern wir erstmal außen rum, meinen den Marktplatz und ich würde sagen, wir benutzen den gleichen Weg, den wir vorher benutzt hatten. Das hatte eigentlich ganz gut funktioniert, sind wir recht easy reingekommen. Und vom Schwierigkeitsgrad, ja, also es ist am Anfang doch schon, der Attentat selber, sag ich mal, ging jetzt ganz gut, aber wie ihr seht, beim Flüchten müssen wir uns dann wohl doch irgendwas anders überlegen oder wir schaffen, ja, ich denke, die Attentat ganz unbemerkt wird wohl nicht klappen. Außer er geht vielleicht selber in den Beichtstuhl rein und wir spielen dann Priester. Vielleicht ist das mit dem Attentat gemeint. Ich sag, das wäre noch eine Option. Aber da müssen wir mal schauen, ob das überhaupt möglich ist. Wir sehen hier nämlich, wir haben Beichtstuhl-Attentat. Müssen wir schauen, ob wir da hinkommen. Oder wir haben den Notre-Dame-Schlüssel. Das heißt, mal schauen, wo sich auf der Karte die zwei befinden. Das andere Ausrufezeichen. Das sehen wir hier gar nicht, oder? Doch. Nein, das sehen wir hier drauf jetzt gar nicht. Das scheint dann nur auf der Minimap im Spiel sichtbar zu sein. Ihr seht ja hier die 65. Ja, wo es hingeht. Jetzt bewegen wir uns hier mal außen entlang. Oder wir machen eben doch wieder das Attentat hier drinnen. Das ist die Frage. Jetzt sind wir auf alle Fälle hier im Sperrgebiet. Und ja, ich würde sagen, wir gehen wieder da rein, wo wir vorher waren. Da wissen wir schon grob, wie es abläuft. Wo Wachen sind. Und da haben wir gleich die erste. Und die schalten wir auch gleich mal von hinten still und heimlich aus. Das hat hervorragend funktioniert. Dann schauen wir gleich mal, dass wir uns hier wieder nach drüben bewegen. Die Wache dreht uns gerade auch den Rücken zu. Das heißt, die sollten auch eventuell schnell ausschalten. Jo, das hat funktioniert. Und hier haben wir es auch wieder klimpern gehört, findet Ruhe. Aber die ist dann wohl irgendwo außen. Blinden wir mal. Das vernachlässige ich immer, habe ich auch in den Vorgängerteilen vernachlässigt. Nochmal. Okay, da hinten scheint dann der Beichtschlüssel zu sein. Das heißt, wir könnten probieren, dass wir diesmal über den Beichtstuhl ihn dann ausschalten. Dann hätten wir auch gleich noch, habe ich meine Zusatzaufgabe erfüllt. Hier haben wir auch eine Wache.
sollten wir, die haben uns so überrascht, dass die ratzfatz ausgeschaltet wurde. So, jetzt schauen wir mal, was uns hier hinten erwartet, ob wir da vielleicht dann irgendwie zum Beistuhl runterkommen. Das ist dann wahrscheinlich, sag ich mal, doch die sinnvoll. Also hier haben wir auf alle Fälle das zu eliminierende Ziel. Wir könnten natürlich auch probieren, sag ich mal, zu schießen. Aber ich würde sagen, wir probieren dann doch mal, dass wir uns vielleicht, ja, zum Beistuhl bewegen. Beistuhlattentat verfügbar. Okay, dann schauen wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Hier oben ist wahrscheinlich noch eine Wache da drüben. Schauen wir, dass wir die noch ausschalten. Dann haben wir hier oben nichts mehr, was, sag ich mal, Alarm auslösen kann. Ah nein, das ist hier wieder so ein Mitarbeiter oder dergleichen, also den scheinen wir auch nicht weiter zu stören. Dann lasst uns von hier oben mal schauen, wie wir da am besten, ne? Ja, der Beistuhl, der scheint, glaube ich. Hier ist der Beistuhl. Da müssen wir natürlich auch erstmal hinkommen. Ah, und jetzt ist er gerade am Beichten. Okay, das heißt, da drin könnten wir ihn dann natürlich verhältnismäßig easy ausschalten, ne? Schauen wir mal, inwieweit wir uns da leise hinbewegen können. So, wir kommen auf alle Fälle näher. Jetzt schauen wir hier nach Wachen. Okay, hier haben wir natürlich doch einiges. Aber vielleicht können wir da von oben einsteigen. Müssen wir mal schauen. Ja, die scheinen hier die ganze Zeit stehen zu bleiben. Ah, okay, er beichtet nicht, aber da ist noch nicht. Ah, da ist der Beichtstuhl auf alle Fälle. So, da wollte ich drauf. So, und jetzt gehen wir hier mal rum. Und kommen immer näher an den Beichtstuhl. So, hier wollten wir hin. Oh. Könnte bitte jemand. Das ging schief. Schalten die Boys hier mal aus. Hoffen, dass wir es überleben. Und dann. Und da sind wir desynchronisiert. Scheiße, jetzt waren wir nah dran. Am Beistuhl. Hätten es fast geschafft, aber jetzt wissen wir auch, wie wir hier hinkommen. Also auch hier scheint es dann fast wieder so zu sein, dass ich sage mal, alle guten Dinge sind drei. Und ich würde sagen, da bemühen wir uns dann in der nächsten Folge wieder drum und schauen, ob wir ihn dann souverän ausgeschaltet bekommen und dann auch, ohne entdeckt zu werden, zu flüchten. Wir waren alles zweimal nah dran. Aber auch hier, lasst mal gerne eure Meinung da, wie ihr dazu steht. Ob ihr sagt, macht doch einen Cut, spielt es selber und wir machen danach weiter. Oder ob ihr sagt, nee, ist eigentlich völlig okay, wenn man öfter braucht, brauchen wir halt öfter. Schreibt mir das wirklich gerne mal in die Kommentare. Das war's zur heutigen Folge. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.